Ja, liebe Gäste, im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten begrüße ich Sie alle herzlich zu unserem Fachsymposium »Wo kommt mein Essen her? Transparenz vom Feld bis auf den Teller«. Ich freue mich, dass Sie der Einladung so zahlreich gefolgt sind. Herr Schrey hat es ja eben gerade schon gesagt, wir haben ein volles Haus, ein übervolles Haus. Sie haben vor allen Dingen auch den Weg außerhalb Bayerns zu uns gefunden. Das freut uns natürlich enorm. Dass die Herkunft von Lebensmitteln auch in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung für den Verbraucher ein wichtiges Merkmal nach wie vor ist, zeigt sich auch an der Ankündigung des Lebensmittelhandels, der da gesagt hat, dass er dieses Jahr selbst auf Obst und Gemüse einen sogenannten Herkunftscode anbringen möchte. Damit entspricht der Handel dann dem Wunsch des Verbrauchers nach Transparenz. Und das ist eigentlich auch das Thema, mit dem sich heute das Fachsymposium beschäftigt, mit der Frage, wo kommt mein Essen her? Und dazu haben wir verschiedenste Themenblöcke. Dabei geht der Blick über unser bayerisches und deutschen Grenzen hinaus, hin zu unseren Nachbarländern, die mit vielen Ideen die Herkunft ihrer Produkte dem Verbraucher vor allen Dingen überzeugend erklären können. Ein echter Botschafter für französische Produkte, aber nicht nur für französische Produkte, sondern für die bayerisch-französischen Beziehungen ist Herr Pierre Wolf, den wir ganz herzlich begrüßen wollen in unserer Mitte. Eine, die sich seit Jahren für bayerische Produkte einsetzt, aber vor allen Dingen für die Interessen der bayerischen Bäuerinnen, das ist unsere Landesbäuerin Anneliese Göller. Sie wird in wenigen Minuten da sein, sie hat sich entschuldigen lassen, kommt aber ganz sicherlich. Als Präsident des Deutschen Instituts für Gemeinschaftsgastronomie begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Stefan Hartmann. Er ist ein echter Aktivposten, wenn es um unsere Initiativen im Haus geht, wie zum Beispiel dem Bündnis Wir retten Lebensmittel oder das bayerische Strohschwein. Unser Gruß gilt den anwesenden Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft, namentlich für die Milchwirtschaft Frau Barbara Scheitz von der Andexer Molkerei Scheitz und Herrn Hans Epp, Vorsitzender des Milchwirtschaftlichen Vereins Bayern. Für die Wissenschaften möchte ich insbesondere zwei herausgreifen. Das ist einmal Frau Professorin Dr. Miriam Jacquemot von der Hochschule Weihenstephan-Driesdorf und Herrn Professor Dr. Peter Kenning von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das sind zwei Plätze, die da noch frei sind. Sie werden aber auch sicherlich kommen. Ich begrüße sehr herzlich die Vertreterinnen der Bayerischen Verbraucherverbände. Sie stehen immer an unserer Seite, wenn es um die Transparenz von Lebensmitteln geht. Es ist mir auch eine ganz aufrichtige Freude, heute jemanden begrüßen zu dürfen, der ein neuer Leiter geworden ist, nämlich der Leiter des Kompetenzzentrums für Ernährung, Herrn Rainer Prieschenk. Ein herzliches Grüß Gott gilt allen Vertretern der Medien. Hier gilt mein besonderer Gruß Herrn Florian Schrey. Er hat sich ja eben gerade schon vorgestellt. Er wird uns heute durch den Tag führen. Und ich denke, das auch mit der genügenden Power und mit der Geschwindigkeit. Dankeschön, dass Sie gekommen sind, Herr Schrey. Und jetzt darf ich Herrn Staatsminister Brunner um seine Eröffnungsrede für die 5. Bayerischen Ernährungstage ans Rednerpult bitten. Vielen Dank, Frau Grotzmeier, für die Ankündigung, für die Begrüßung der Ehrengäste, aber auch aller, die heute hier sind.
Ich freue mich, dass der Raum überfüllt ist. Beweist er doch, dass großes Interesse an diesem Themenbereich vorhanden ist. Ich heiße aber die Referenten unisono herzlich willkommen, die schon hier sind und die noch kommen werden. Und insbesondere aber auch alle Vertreter von Verbänden und Organisationen, quasi alle Akteure, die in diesem Netzwerk Verantwortung tragen und entsprechend auch Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, oh, ihr müsst auch stehen. Ist ja schlimmer wie in der Schule, oder? Und deswegen sollen die Redner hier vorne sich möglichst kurz halten, damit wir zum Fotowettbewerb kommen und ihr dann auch den entsprechenden Lohn bekommt. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt heute alle schon ein gutes, gesundes Frühstück gehabt. Dann beginnt der Tag ja schon heiß verheißungsvoll und Ernährungsfachleute beteuern ja immer wieder, dass gerade ein ausgewogenes, gesundes Frühstück Grundvoraussetzung ist für die Leistungsfähigkeit für die folgenden Stunden. Wir wollen aber Sie nicht nur für die folgenden Stunden leistungsfähig halten, sondern wir wollen gemeinsam bei diesen Ernährungstagen alles tun, damit wir die Rahmenbedingungen, die wir selbst beeinflussen und gestalten können, so optimieren, dass die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit von jungen und lebenserfahrenen Menschen erhalten und gesteigert werden kann. Bei diesen Ernährungstagen geht es aber auch darum, und das ist auch schon Tradition, dass wir Fachleute, Experten zu Wort kommen lassen und in einem sogenannten Fachsymposium sollen die Akteure im Bereich Ernährung sich auch durch ihre Aussagen ergänzen. Wir wollen neue Erkenntnisse offeriert bekommen. Wir wollen aber auch, dass das gesamte Cluster sich vernetzt und sich austauscht und eben auch durch die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis heraus auch für die Zukunft die richtigen Schlüsse zieht. Wir haben, ich glaube, vor 6 Jahren unser Kern in Kulmbach gegründet. Damals haben viele gestaunt, ja, brauchen wir denn zusätzlich noch eine Struktur, eine Einrichtung zum Thema Ernährung? Ich glaube, diese 6 Jahre Erfahrung haben gezeigt, dass dieser Beschluss folgerichtig war. Das Thema Ernährung und gesundheitsförderlicher Lebensstil spielt eine große Rolle im Bereich der Prävention, der Gesunderhaltung. Und wir müssen feststellen, trotz vieler Informationen, die diesbezüglich möglich sind, gibt es in weiten Teilen der Gesellschaft auch Fehlentwicklungen, Fehlernährung. Und deswegen tut der Staat auch gut daran, im Bereich der Prävention hier entsprechende Hilfe anzubieten. Die Führung hat jetzt, wie Frau Kratzmeier gesagt hat, gewechselt. Der Herr Dr. Schecke, der 6 Jahre lang diese Einrichtung geführt hat, wechselt ins Ministerium. Er übernimmt ein Referat Forschung und dafür wechselt der Herr Brischenk an die Spitze des Kern. Ich gehe davon aus, dass Ihnen das Kern ein Begriff ist und dass das Kern sogar über Bayern hinaus sich Respekt und Anerkennung erwerben konnte. Man hat ja nicht nur theoretische Konzepte und Strategien diskutiert, man hat Gutachten, Untersuchungen anfertigen lassen. Man hat insbesondere auch das manchmal umstrittene Thema Milch mit Experten und Fachleuten bewerten lassen. Und man hat viele Veranstaltungen öffentlichkeitswirksam in Museen durchgeführt. Ich brauche jetzt dazu nicht näher eingehen. Wir werden aber auch versuchen, mit Multiplikatoren-Schulungen auch neue Mitstreiter zu bekommen,
und ich gehe davon aus, dass wir gerade auch in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und Forschung hier noch schneller einen Schritt vorankommen. Herr Brischenk, ich wünsche Ihnen, dass die hervorragende Aufbauarbeit von allen Mitarbeitern, die im Kern beschäftigt sind, reibungslos fortgesetzt werden kann, Sie vielleicht aber auch den Mut haben, neue Akzente zu setzen. Man muss sich immer auch den neuen Herausforderungen stellen. Es reicht nicht, das Bisherige zu bewahren und weiterzuentwickeln, sondern auch neue Ideen immer wieder zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Öffentlichkeit scheint ja großes Interesse am Thema Ernährung zu haben, zumindest wenn man den Zuspruch bei Kochshows als Gradmesser nimmt. Die scheinen ja, ich sehe sie ja nicht, aber ich höre es immer wieder, ja, große Einschaltquoten beim Fernsehen heraufzubeschwören. Ist es wirklich das Interesse an gesunden Rezepten, am Kochen selbst, an gesunder Ernährung oder ist ein Schuss Unterhaltung mit dabei? Ich weiß es nicht, aber wir stellen fest, dass diese Sendungen oder auch Posts von schmackhaften Eigenkreationen in sozialen Netzwerken immer wieder Zuspruch erhalten. Und deswegen, ja, ist es auch gut, wenn wir neben geschäftlichen Interessen, die manchmal eben auch dahinter stecken, ganz objektiv und neutral auch von Seiten des Staates unseren Beitrag leisten. Wie können wir uns richtig und gesund ernähren? Wir stellen auch fest, dass es viele Vorurteile und Halbwissen gibt, dass die Menschen vielleicht auch, welchen Gründen auch immer, leider Gottes, ja, manches falsch einschätzen und beurteilen. Wenn es stimmt, was in der Washington Post gestanden hat, vor wenigen Tagen glauben noch 7% der Amerikaner, dass Schokomilch von braunen Kühen kommt. Wie beantworten wir die durchaus berechtigte Frage, auch zielgerichtet und entsprechend informativ, wo kommt mein Essen her? Ich stelle auch bei meinen öffentlichen Veranstaltungen immer wieder in unserer Gesellschaft fest, es gibt eine neue Neugierde. Die Menschen wollen tatsächlich wissen, wann und wo und unter welchen Bedingungen werden denn diese hochwertigen Nahrungsmittel erzeugt und produziert, die uns vorgesetzt werden. Die Menschen legen Wert auf Regionalität, auf Nachvollziehbarkeit, auf Transparenz. Die Menschen schätzen die Frische, die Nähe, die hohe Qualität, die kurzen Transportwege. Also durchaus im Sinne der Urproduktion von Bayern, durchaus im Interesse unserer kleinbäuerlichen Strukturen, durchaus im Interesse unserer Bäuerinnen und Bauern. Wir wissen aber auch aus Umfragen heraus, dass nicht alle besonders gut informiert sind. Im Gegenteil, anscheinend ist nur jeder fünfte Mitbürger gut informiert über unsere Lebensmittel. Aber immerhin fühlen sich 50% mittelmäßig informiert. Und ich gehe davon aus, dass auch die Möglichkeiten der Information, der ausliegende Flyer, einen Beitrag dazu leisten, dass diese Information noch umfassender und besser wird. Es gibt aber auch Umfragen unter unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 60% der Verbraucher bestätigen, dass sie hohes Vertrauen an die heimische Landwirtschaft haben, dass sie die regionalen Produkte eben wertschätzen. Besonders bei der Produktgruppe Fleisch, Wurstwaren, aber auch bei Gemüse, bei Brot, bei Backwaren und bei Obst stellen wir fest, dass zwischen 50% und 60% hier durchaus Wert drauf legen, wenn sie einkaufen, woher die Produkte kommen
und die heimischen Produkte bevorzugt werden. Diese Umfrageergebnisse spiegeln zu einem großen Teil zu Recht die hohe Qualität unserer bayerischen Lebensmittel, aber auch das gute Image unserer Bauernfamilien wider. Besonders ermutigend empfinde ich, dass 80% der Befragten die Preise für Produkte aus der Region für angemessen halten, weil sie nachvollziehen können, dass kleinere Strukturen auch höhere Produktionskosten haben. Deutlich wurde auch, wie schnell und wie wichtig entsprechende, schnell zu erfassende Kennzeichnungen sind. Also wenn der Verbraucher beim Einkaufen erst die Brille suchen muss, um genau lesen zu können, was er in Erfahrung bringen möchte, wissen wir, dass vielleicht die hinter ihm schon drängeln an den Regalen, und deswegen sollten wir großes Interesse haben, dass wir auf einen Blick wichtige Informationen über das Produkt schon weitergeben können. Umfragen ergeben nämlich auch, dass gerade hier 4/5 der Verbraucher Wert darauf legen, dass sie schnell erste wichtige Informationen über das Produkt erfahren. Das heißt aber, wir müssen auch angesichts global organisierter Lieferketten durch eine klare, einfache Orientierung Vertrauen schaffen. Wir haben mit unserem Siegel geprüfte Qualität Bayern schon eine hohe Durchschlagskraft erreicht. Das wollen wir weiter ausbauen, und wir setzen hier auch auf unsere zuverlässigen Standards und wollen also, dass lückenlos regionale Herkunftsnachweise Vertrauen und Orientierung garantieren. Die bayerischen Verbraucherverbände stufen unser staatliches Siegel deshalb auch als besonders verlässlich ein. Mit dem 2015 eingeführten bayerischen Biosiegel haben wir diesen Ansatz auf ökologisch produzierte Lebensmittel in Bayern erfolgreich ausgedehnt. Denn Bio aus China oder aus Ägypten oder aus der Ukraine rezertifiziert ist für mich ein geistiger Widerspruch zur Ökologie, wenn wir mit riesen Energieaufwand über Tausende von Kilometern Nahrungsmittel produzieren. Und deswegen werbe ich für Bioprodukte aus Bayern, die vor unserer Haustüre produziert worden sind, mit Leidenschaft. Meine Damen und Herren, nicht nur beim Einkaufen braucht es eindeutige Angaben zur Herkunft. Über 2/3 der Berufstätigen essen, wie wir wissen, heutzutage außer Haus. In den mehr als 9.100 bayerischen Kantinen werden jährlich rund 260 Millionen Mittagessen ausgegeben. Auch hier wird der Wunsch immer stärker zu wissen, woher kommen denn eigentlich die Lebensmittel, und wir wollen auch hier, dass die Region, dass unsere Heimat gestärkt wird. Mit den bayerischen Leitlinien für Betriebsgastronomie und für Kita- und Schulverpflegung setzen wir Maßstäbe zur Umsetzung einer regionalen und ökologischen Verpflegung. Immer spannender werden gerade mit Blick auf die Transparenz auch Fragen, wie werden unsere Lebensmittel in Zukunft vermarktet? Der Lebensmitteleinzelhandel ist im Umbruch. Vor allem durch die Digitalisierung der Prozesse und den wachsenden Internethandel. Amazon hat inzwischen in den USA die Premium-Supermarktkette Whole Foods aufgekauft, und der deutsche Lebensmitteleinzelhandel läuft sich schon warm, um seine Marktanteile halten zu können. Wir wissen nicht, wie sich die Anteile verschieben werden. Klar ist aber, dass der Umbruch im Lebensmittelhandel die Markenhersteller zu neuen Geschäftsmodellen zwingen wird. Unabhängig von den Vermarktungswegen gilt auch in Zukunft: Herkunft, Transparenz, Nachvollziehbarkeit werden immer mehr zu einem Verkaufsargument. Auch wenn die meisten Bayern Gott sei Dank wissen, dass Kakaomilch nicht von braunen Kühen stammt,
müssen wir doch immer wieder in puncto Information, in puncto Herkunft und Entstehung unserer Lebensmittel unsere Menschen auch informieren und aufklären. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit pfiffigen Ideen. Und wir wollen nicht nur den Kopf, den Geist ansprechen, sondern auch das Herz und, wenn Sie meinen, auch den Bauch, weil wir wissen, dass dieser auch mitentscheidet, wenn es um den Einkauf geht. Ich lade Sie alle herzlich ein, mitzumachen bei unseren 5. Bayerischen Ernährungstagen. Wir haben 47 Ämter in der Fläche und ich hoffe, dass zwischen 23. Juni und 9. Juli es zu Erlebnisspaziergängen im Bereich Ernährung kommt. Ein weiteres Highlight ist der Erlebnistag der Ernährung hier im Schmuckhof am kommenden Sonntag. Ich darf Werbung in eigener Sache machen. Auf die großen und kleinen Gäste warten spannende Mitmachaktionen, Vorträge und ein sehr abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Im Vorfeld der Ernährungstage habe ich aber einen Fotowettbewerb ausgelobt, der vor allem Schülerinnen und Schüler dazu animieren sollte, sich kreativ und auch mit besonderen, pfiffigen Ideen und Motiven zu beteiligen. Ich glaube, es ist gelungen. Wir haben die Neugierde der jungen Leute wecken können. Und ich freue mich, dass man sich mit dem Thema Lebensmittel auch fotografisch auseinandergesetzt hat. Fast 500 Einreichungen haben uns erreicht. 10 Gewinner wurden ausgewählt. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt die Auszeichnungen dann vornehmen dürfen. Ich wünsche Ihnen für heute interessante Gespräche, aufschlussreiche Referate, einfach Impulse für Ihre weitere Arbeit, so nach dem Motto Transparenz vom Feld bis zum Teller. In diesem Sinne aber auch herzlichen Dank für Ihr Engagement, für Ihr Mitwirken. Ich denke, wir haben alle uns einen Aufgabenbereich gestellt, der nicht nur im Eigeninteresse ist, sondern der gesamten Gesellschaft zum Wohle gereicht. Dankeschön. Laufen Sie mir nicht weg. Ja. Laufen Sie mir nicht weg, denn alle, die beim Fotowettbewerb was gewonnen haben, die kriegen natürlich jetzt auch ein Foto von sich, inklusive Minister. Dankeschön, dass Sie noch da bleiben. Und eine Urkunde. Und der Urkunde. Und wir machen was wir ganz selten machen. Wir brauchen heute 2 Mikrofone. Ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt. Wir haben noch eine Klasse hier, die mit ausgezeichnet wird. Und die haben alle Kinder mit Höreinschränkungen. Deswegen habe ich Ihnen versprochen, dass wir Ihr eigenes Klassenmikrofon mitnehmen und hoffen, dass ihr uns so auch gut verstehen könnt. Könnt ihr den Herrn Brunner auch verstehen? Herr Brunner, wir müssen uns einen Film anschauen. Wann waren Sie das letzte Mal beim Film im Kino? Ach, das ist schon länger her. Ist klar, der hat so viel zu tun, das geht nicht. Also, wir schauen uns kurz einen Film an und dann kommt der Preiswettbewerb. Gerne. Jetzt haben Sie die Fotos alle schon einmal gesehen.
Jetzt muss ich Ihnen noch die Frau Rüger mit vorstellen. Kommen Sie doch nochmal mit herüber. So, die Frau Rüger ist nämlich, schaut jetzt ein bisschen blöd aus mit zwei Mikrofonen. Gell? Das denkt sie euch einfach jetzt weg. Das hilft aber nichts, weil dann verstehen sie unsere Kinder auch besser. Frau Rüger, Sie müssen kurz erzählen, wer überhaupt darf so ein Foto einreichen und was muss man tun, um einen Preis zu gewinnen? Die Frau Rüger, muss man jetzt dazu sagen, die ist beim Kern, also da, wo der Herr Prischenk der neue Chef ist, ist sie die Vizechefin. Ja, Bereichsleiterin Wissenschaft und Kommunikation. Ja, wir haben den Fotowettbewerb das zweite Mal durchgeführt und wir wollen den auch ganz offen halten. Also jeder darf mitmachen und wir hoffen natürlich auch immer, dass Schulklassen das zum Anlass nehmen, Ernährung wirklich als Projekt auch zu sehen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir hatten über 40 Einsendungen von Schulklassen. Insgesamt über 400 Einsendungen und man sieht deutlich, wenn man dann das Voting aufmacht, wir hatten über 40.000 Besucher auf der Webseite. Die Zahlen haben wir ja gerade schon gesehen, genau, das müssen wir jetzt abkürzen, sonst kommen wir nicht weiter. Ernährung ein wichtiges Thema ist, wollte ich sagen. Ernährung ist wichtig, wissen wir doch eh. Wir sind uns ja alle einig, dass Ernährung wichtig ist. Die anderen draußen glauben es bloß nicht. Aber was muss man jetzt tun, um einen Preis zu gewinnen? Sie haben eine Jury gehabt. Ja. Wer war da alles drin? Also beim ersten Mal hatten wir keine Jury, haben aber gesehen, dass natürlich manche ihre Community da besser aktivieren konnten als andere. Und deswegen hatten wir dieses Jahr das erste Mal auch eine hochkarätige Jury dabei, 10-köpfige Jury aus Medien. Der Münchner Merkur war dabei, zwei Fotografen waren dabei, um auch dieses fotografische Auge mit dabei zu haben. Wir hatten zwei Jurymitgliedern aus den Behörden, also aus dem Ernährungsministerium und auch aus dem Kultus, den Herrn Dr. Ellegast. Und noch ein Chefredakteur. Also lauter wichtige Leute auf alle Fälle. Müssen wir noch einen nehmen? Hans Wörle, ja. Der war mir eigentlich immer im Kopf, aber ja, jetzt muss ich nochmal schauen. Genau. Haben wir noch einen da? Nicht, dass wir einen vergessen. Dr. Appel, der Direktor vom Museum Mensch und Natur. Also man merkt, lauter kompetente Menschen, nicht nur wenn es um Ernährung geht, sondern wenn es auch um Fotos in Sachen Ernährung geht. Ganz wichtig. Frau Rüger, Sie reichen jetzt bitte dann gleich die Preise an, damit der Herr Brunner die schön übergeben kann. Sie dürfen schon mal vorbereiten. Und wir brauchen den Herrn Prischenk noch mit dazu, weil ihr müsst nämlich Urkunde und Preis anreichen. Deswegen bitte euch gleich zu zweit. Das erste Foto, das können wir auch schon einmal zeigen, das sieht so aus. Das ist übrigens keiner der 10 Preise, das ist der sogenannte Publikumspreis, der gewonnen hat. Leider ist aber die Dame nicht da, glaube ich, zumindest haben sie es gesagt. Ursula Mehnhofer, ist die da? Nein, leider nicht, hat heute nicht kommen können, aber sie hat den Publikumspreis für den Titel Milch direkt vom Erzeuger gekriegt. Lass uns mal kurz schauen. Genau. Stark, oder? Das ist der Publikumspreis. Das war jetzt auch eine Schulklasse, die siebte Klasse Realschule, die sich auch im Bereich Hauswirtschaft mit dem Thema, wo kommt mein Essen her, beschäftigt hat. Und da war ein Mitschüler eben auf dem Bauernhof mit der gesamten Schulklasse und da ist eine ganze Collage entstanden. So, jetzt müssen wir hier 10 Preisträger innerhalb kürzester Zeit auf die Bühne holen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ihr, die ihr ausgezeichnet werdet, ihr wisst ja schon, dass ihr ausgezeichnet werdet. Und ihr wisst ja auch schon, welchen Preis ihr gewonnen habt, oder? Ein kurzes Nicken? Ja, wisst ihr. Gut. Pass auf, wir fangen an mit Preis 10 und steigern uns dann rauf bis 1. Ich bitte euch, die ihr gewonnen habt, ihr könnt euch schon einmal da auf der rechten Seite hier aufstellen. Preis 10 zuerst und anschließend kommt Preis 9 und dann zählen wir halt so runter. Okay, wir machen dazu ein schönes Foto. Ihr kommt hier rauf auf die Bühne. Der Erste, der es jetzt gleich vor, oder die Erste, die es vormachen muss, die hat jetzt die schwere Aufgabe, das gescheit vorzumachen. Hier rauf auf die Bühne, Urkunde beim Herrn Brunner abholen, dann Geschenk beim Herrn Prischenk abholen, dann Prischenk, Geschenk, dann Foto machen, die Christina macht ein schönes Foto und dann da wieder rausgehen. Das kriegen wir hin, oder? Okay, also wir probieren es jetzt mal. Unser erster Preis ist der Platz 10, ja. Die ersten 10, die unter diesen Hunderten gewonnen haben. Komm mal, der Erste sieht so aus. Herr Brunner, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Seite gehen, sonst stehen wir bei die Kühe. So sieht er aus. Der Preis hat den Namen Der Weg zum Steak. Und gewonnen hat Barbara Bahr. Heute. Nein, so machen wir das nicht. Ihr müsst bitte da in die Mitte kommen. Das ist ein ganz strenges Prozedere. Frau Bahr, bitte in die Mitte. Ja, schauen Sie, Sie kriegen noch ein schönes Buchgeschenk. Das Bild tun wir weg jetzt. Jetzt kommt dann die Folie Platz 10, haben wir extra geplant. Ihr kommt dahin, dass die Christina das schön... Ihr kommt ein bisschen zusammenrutschen. Nehmt die Frau Bahr in die Mitte.
Nein, nicht vor. Das ist nur dir. Also, ihr merkt schon, die Christina, die tut das ordentlich. Na, nochmal. Und die mit Lächeln, genau. Und zum Foto schauen. So, passt. Herzlich. Ihr habt es super gemacht. Frau Bahr, Sie dürfen da hinaus. Exzellent. So, mit Preis 9 Preisträger wäre das Prozedere jetzt super einfach. Ist leider nicht da. Caroline Walter hat gewonnen für die Geschichte Biene bei der Arbeit. Ein Mikrofoto, Wahnsinn, sowas überhaupt aufnehmen zu können. Der 9. ist nicht da, aber wir stellen es trotzdem kurz vor. Der Platz 8, die Katrin hat leider auch nicht kommen können. Katrin Fankhauser für das Foto Das flüssig Gold. Platz 8. So, jetzt haben wir Gott sei Dank wieder unsere Preisträger da. Wo ist jetzt der 7. Platz? Warum steht ihr noch nicht da? Da müsst ihr doch stehen, haben wir doch gerade ausgemacht. Mensch, wo seid ihr? Das sind die Herrschaften von der AG Foto, der 5G Mittelschule St. Georgen. Und sie haben ein Foto, das heißt aus aller Welt. Das sieht so aus. Und hier kommen unsere Schüler von der 5G. Bitteschön. So, ihr kriegt leider nur eine Urkunde. Bin jetzt gespannt, wie ihr das macht. Im Klassenzimmer aufhängen. 17. So, und jetzt brauchen wir ein schönes Foto. Alle in die Mitte. Schaut mal, dass ihr die Mitte findet. Oh, das ist gar nicht so leicht. Wer kriegt das Geschenk? Ein Buch, das bleibt im Klassenverband. Genau. So. Ihr freut euch ja gar nicht, hat er gesagt. Du mal die hübsche Lehrerin mit nach vorn kommen lassen, genau. So, bis dann nach vorn. Kurzer Tipp, wenn ihr alle die Christina sehen könnt, kann sie euch auch sehen. Dann seid ihr mit dem Gesicht garantiert im Foto. So, und jetzt noch lachen, es ist verdammt schwer. Das ist ein Job, der ist, Politiker können das, aber die haben das gelernt. Ja, da, so. Und lächeln, und zur Christina schauen. Und sie lächeln zurück, das macht es viel leichter. Sehr schön. Dankeschön. Und jetzt da wieder raus. So, Herr Brunner, Platz 6 haben wir leider auch nicht hier, glaube ich. Ist der Herr Reicheneder hier? Nein, einer. Hans Reicheneder hat ein schönes Foto gemacht, können wir zeigen. Das heißt Salatstraße. Heißt Platz 6. Platz 5 haben wir allerdings da. Sind Sie das? Nicht? Wo ist der Platz 5? Ah, nicht. Steckt noch im Stau. Schauen wir mal. Hans Daffner, ist der da? Hans Daffner, jetzt laut aufzeigen oder für immer schweigen? Na, schade. Okay, Hans Daffner hat den 5. Preis belegt, steht aber leider noch im Stau. Der kriegt trotzdem seine Urkunde für den Titel. Zeig noch mal das Foto bitte kurz. Danke. Krauternte in Bergham. Jawohl. Kennt jemand Bergham? Muss Niederbayern sein, oder? Na? Also, jetzt haben wir Platz 4. Jetzt wird es richtig spannend. Platz 4. Ah, jetzt kommen unsere Kinder. Ihr seid, nein, seid ihr nicht Platz 4. Ihr seid 3, gell? Platz 4. Frank Herber. Ist der da? Ah, das ist der Frank Jetzer. Frank Herber. Warten aufs... Dankeschön fürs Aufstehen. Das Foto heißt Warten aufs Melken. Der Melkstand im Gut Kerschlach. Ist es bei Ihnen daheim, auf dem Hof? Nein, nicht bei auf dem Hof, aber zwischen Weilheim und Starnberg. Okay, so, jetzt bitte einmal kurz in die Mitte. Kurzes Fotowechsel, genau. Gibt noch ein schönes Geschenk. Und jetzt, genau. Tut's ein bisschen zusammenrutschen, alle miteinander. Genau. So, lächeln. Sie wieder zurück. Ja, ihr macht es gut, danke. Herzlichen Dank. Herr Herber, es war mir eine Freude. Sie haben das hervorragend gemacht. So, kurze Frage an euch. Wer ist jetzt die Sarah? Ach, das ist Lehrerin. Dann muss ich ja Sie sagen. Okay, Frau Wassmann, grüß Sie. Sarah Wassmann ist die Verantwortliche, aber die Klasse hat das Foto gemacht. Also klatschen Sie nicht für Frau Wassmann, die muss nur fahren und schauen, dass alle wieder kommen. Und die Kinder kriegen jetzt bitte einen Applaus für Platz 3, vom Korn zum Brot. Das ist das Foto.
So, und während das die Urkunde noch übergeben wird, macht die Christina schon ganz viele Fotos, aber wir machen noch ein ganz offizielles. So, wer ist der Klassensprecher von euch? Wer hat die Idee gehabt, hat der Herr Minister gefragt. Dann sagen Sie? Wir alle zusammen. Und wer hat das Pro gemacht? Wir alle zusammen. Egal, was wir jetzt fragen, Sie kennen die Antwort. So, kommt ein bisschen in die Mitte. Ihr müsst jetzt alle auf ein kleines Foto drauf. Das wird relativ schwer. Rutscht es einmal auf. Am besten zweireihig. Die kleineren, wer ist heutzutage schon klein? Ja, das ist gut. Setzen ist super. Knien. Die größeren hinten, Luft anhalten, zusammenrutschen. Ja, hör auf, es war Schmarrn mit dem Luft anhalten. Kann man die Christina ist streng, merken Sie es, die hat ein strenges Regiment. Bundespressekonferenz ist gar nichts dagegen. So, jetzt freundlich lächeln zur Christina. Ihr kommt nachher, wenn es blöd läuft, in die Schülerzeitung mit dem Foto. Super. So, Platz 2 geht auch an ein schönes Foto. Können wir mal das Foto zeigen? Das heißt, neugierige Alma. Also die Alma kennen wir schon mal. Und die Herrschaften, die dafür zuständig sind, kommen jetzt. Nadja Uschold, wer ist das? Wer ist die Nadja? Das ist die Nadja, ist die Dame ganz hinten und ihre Kameradinnen. Und wer sich dahinter verbirgt, das klären wir gleich. Jetzt kriegt ihr erstmal einen kräftigen Applaus, würde ich sagen, für Platz 2. So, wer war jetzt die Nadja? Wer war die Nadja? Du bist die Nadja. Wie seid ihr auf die Alma gekommen und wer seid ihr überhaupt? Also wir sind von der Force Boss in Weiden und wir haben halt von der Hanna sind wir zum Bauernhof gefahren und haben halt da die Kühe ein wenig fotografiert und Und habt euch für das dann entschieden? Ja, das jawohl, gut, also ganz geschwind. Jetzt müssen wir ein bisschen aufrutschen, die Damen. Genau. So dass noch eine Dame und zwei Herren dazu passen. Und geht's mir nachher nicht ohne ein Geschenk. Das Geschenk kommt auch noch. Habt ihr übergeben? Ah, das ist ja, ihr kriegt ja sogar einen Gutschein. Komm, das muss man sagen. Sie kriegen geschenkt einen Erlebnistag auf dem Bauernhof. Ja. Mit hoffentlich anderen hübschen Kühen. Sehr schön. Viel Spaß beim neue Kühe fotografieren. So, ihr dürft da wieder hinausgehen und dann kommen wir noch zu Platz 1 und dann haben wir diesen Fotowert des Jahres auch schon wieder abgeschlossen. Es geht an ein Stück, das so aussieht, das heißt ganz einfach Trockenfisch. Jo. Und es gibt heute ganz kurz, langsam. Wir müssen noch klären, Frau Lüger, der erste Preis ist was? Erlebnistag in der Bavaria Filmstadt. Jawohl. Und der geht an Frank Gorille. So, nehmt auch diesen netten Herrn in eure Mitte. Genau. Wie wichtig ist die Urkunde nach vorne? Der Platz 1, das ja, stimmt da, oh, steht überall. Hervorragend. Schau, der Bruno hat da Erfahrung, das auch nicht, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich. Herr Bahr, bleiben Sie kurz bei uns. Sagen Sie uns ganz kurz, wie kommt es zum Trockenfisch? Wo ist der her? War der von der Nordsee oder? Das waren vorher in Lanzarote. Und die sind einfache Fischer, die fahren also nicht mit Schleppnetzen raus, sondern ganz normal mit Boden und hängen die Fische dann zum Eigenbedarf auf Wäscheleinen auf. Und mir hat es so gut gefallen, die haben ja eigentlich ein trauriges Schicksal, die Fische. Und ich scheine trotzdem zu lachen. Ne? Die Frage ist, ob es einen absichtlich so gestaltet hat, ja, mit dem Riss nach unten. Das kam wahrscheinlich vom Aufschnitt, aber es macht sich halt ganz gut, ne? Wen nehmen Sie mit auf die Tour der Bavaria Filmstadt? Meine Frau. Hochanständig war die richtige Antwort. Gut, Dankeschön. Tschüss.
Frieden bei Familie Gorilla ist gerettet. Frau Rüger, es gibt noch was Wichtiges. Nur eine Sache, also knapp 50 Bilder werden dann auch auf der Fotoausstellung nächste Woche im Museum Mensch und Natur zu finden sein. Und das ist eigentlich auch die Honorierung aller tollen Ideen. Und ich hoffe, wir dürfen Sie da auch begrüßen. Also in Münchens Mitte werden sie ausgestellt. Heute werden sie hier übrigens auch schon ausgestellt. Da auf der linken Seite bei Ihnen hängen die ganzen Siegerfotos. Sie können also noch vorbeigehen in den Pausen oder mittags und sich die dann nochmal aus der Nähe anschauen. So, was ich nicht gemacht habe, Dankeschön, Herr Brunner, Dankeschön, Herr Prischenk, fürs Geschenk überreichen.